Hallo und herzlich willkommen. Ja, das Jahr 2019, es ist hier zu Ende. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich fand, das war ein ziemlich gutes Zockjahr, zumindest für mich. Ich habe total viele Spiele gefunden, die mir richtig Spaß gemacht haben, die mich auch überrascht haben. Deswegen bin ich eigentlich relativ happy. Aber wie sieht's denn aus mit 2020? Da ist ja auch so einiges in petto. Welche Titel bewegen mich am meisten? Nun, hier kommt meine Most Wanted Liste für das Jahr 2020. Auf Platz Nummer 10 ist bei mir Halo Infinite. Nicht unbedingt, weil ich die letzten Spiele so geil fand. Das ist nämlich nicht der Fall. Die fand ich ganz in Ordnung. Aber Halo hat für mich einfach so einen kleinen besonderen Platz in meinem Herzen, denn ich habe damals unglaublich viel Spaß gehabt mit dem allerersten Halo auf der ersten Xbox. Und deswegen beobachte ich die Serie einfach gerne und ich bin gespannt, was sie jetzt machen, was da für neue Impulse kommen werden. Und deswegen für mich ganz klar, hey, Halo Infinite, habe ich Bock drauf. Platz 9 ist bei mir ein Spiel, das ziemlich abgefahren aussieht, und zwar Journey to the Savage Planet. Ich mag irgendwie diesen Stil, es ist bunt, es hat irgendwie total doofe Gegner, man kann in dieser Welt viel machen, es sieht nicht nur nach Ballerei aus. Und ja, es hat irgendwie auch eine gute Art von Humor, das hat man ja schon in den Trailern gesehen. Ich finde das einfach interessant und spannend, was da bei rumkommen kann. Hat für mich so ein bisschen Rare-Flair in dem Sinne und deswegen habe ich da Bock drauf. Platz 8 bei mir ist 12 Minutes. Das einfach total abgefahren und kryptisch aussieht. Man hat ja dieses Pärchen, das sich da unterhält in diesem Apartment und es scheint auch irgendwie alles in diesem Apartment zu spielen. Das Ganze wird von Annapurna Interactive gepublished und deswegen horche ich auf, weil die machen in der Regel immer relativ guten Kram, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das ganz traditionelle Spiel ist, weil es steht, glaube ich, schon da, Interactive Thriller im Trailer oder so weiter. Aber ich finde, das sieht sehr, sehr interessant aus und wenn es eben wirklich ein cooler Thriller ist, dann finde ich das richtig, richtig cool. Vor allen Dingen frage ich mich, was mit diesen 12 Minutes, also mit diesen 12 Minuten auf sich hat, ob man in so einer Zeitschleife gefangen ist, wie täglich grüßt das Murmeltier, kann dann Sachen verändern, um den Ausgang zu verändern der Geschichte. Finde ich sehr, sehr cool und mal schauen, wie das wird. Auf Platz 7 ist bei mir The Last of Us Part 2. Das konnte ich ja schon anzocken in Los Angeles und ich fand das, was ich gesehen habe, wirklich sehr beeindruckend. Optisch als auch spielerisch fand ich das sehr, sehr cool. Also es ist natürlich immer noch diese Schleichmechanik, die man vom ersten Teil kennt, aber es wird eben erweitert mit diesen Hunden, die echt, oh, die unglaublich Spannung aufbauen und von denen man dann Schiss hat, weil die einen riechen können. Und das Wichtigste wird natürlich werden, wie die Geschichte weitergeht rund um Ellie, was da für Sachen angedeutet werden. Es gibt ja schon genügend Spekulatius da draußen, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Und das wird meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, aber darin ist halt Naughty Dog auch einfach gut, Geschichten zu erzählen. Und die Geschichte, die mir da potenziell erzählt werden kann, die möchte ich auf jeden Fall mitbekommen. Auf Platz 6 ist bei mir Cyberpunk 2077 und ich muss tatsächlich gleich mal so dazu sagen, ich war jetzt nicht so der riesen Witcher 3 Fan, mich hat es nicht so komplett umgehauen wie viele andere Leute, ich fand es tatsächlich ein gutes Spiel, aber mehr in dem Sinne auch nicht, aber ich habe Bock auf dieses Cyberpunk Setting, ich liebe Filme wie Blade Runner und wenn die das schaffen, das ordentlich einzufangen und mir ein Spiel zu präsentieren, bei dem ich sehr viele Auswahlmöglichkeiten habe, meinen Charakter entwickeln kann und verschiedene Möglichkeiten habe, Missionen zu absolvieren, dann könnte das genau meinen Nerv treffen. Ich meine, dass das Ganze auch noch recht schick aussieht, ja, nehme ich auch gerne in Kauf. Platz 5 bei mir, ja, Elden Ring. Man weiß im Endeffekt noch gar nichts zu dem Spiel. Es kommt von From Software. Ich glaube, George R.R. Martin hier von Game of Thrones ist involviert. Und ja, es wird sicherlich in eine ähnliche Kerbe oder Formel schlagen, wie man das von den Dark Souls-Spielen gewohnt ist. Bloß wahrscheinlich jetzt mit einer offenen Welt. Und ja, was soll ich denn sagen, diese Dark Souls-Spiele, auch wenn ich nicht alle durchspiele, ich finde sie immer enorm packend und motivierend, wenn ich sie dann spiele, wenn ich mich wirklich reingefuchst habe nach dieser anfänglichen Frustperiode. Und dann flutscht das einfach und
From Software ist einfach sehr gut darin, Environmental Storytelling zu haben. Und ich mag diesen düsteren Stil, den die immer haben. Deswegen erwarte ich mir da nichts anderes als einen ebenbürtigen Dark Souls / Bloodborne Nachfolger. Eigentlich hätte es ja dieses Jahr noch kommen sollen, mein Platz 4, und zwar Doom Eternal. Aber das wurde ja verschoben. Und zwar ein ganz schönes Stück, worüber ich echt sehr überrascht war, weil es hat schon eigentlich immer einen relativ fertigen Eindruck gemacht. Zumindest das, was wir auf Messen gesehen haben. Ja, das Doom Reboot, das vor ein paar Jahren rauskam, fand ich einfach fantastisch. Das hat gut ausgesehen, hat sich wahnsinnig flüssig gespielt, geiles Gunplay gehabt, war unglaublich schnell. Und gerade das Gunplay ist etwas, was mich enorm anspricht, und da ist id Software so gut darin wie kaum ein anderer. Jetzt scheint das Ganze noch schneller zu werden mit dem Greifhaken, den man hat. Ja, ich hoffe, es wird einfach ein richtig geiler Höllentrip. Auf Platz 3 bei mir, Gods and Monsters aus dem Hause Ubisoft. Ein Spiel, das ja angekündigt wurde, so als Überraschung wieder mal, auf der E3 war es. Und dann wurde auch gleich das Datum gesagt, hier im Februar soll es kommen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es nach hinten geschoben wurde. Ich glaube schon, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich finde, das hat irgendwie einfach eine coole Atmosphäre. Es erinnert natürlich total an Zelda Breath of the Wild. Und da hat man bei mir eh schon einen Stein im Brett, weil ich dieses Spiel absolut vergöttere. Und vielleicht schafft es Gods and Monsters dann eben auch, dass ich es vergöttere. Ich meine, Ubisoft wird ja immer nachgesagt, ne? Sie machen bei Open-World-Spielen immer relativ das Gleiche. Dasselbe. Es ist immer sehr formularisch oder also nach einer Formel. Ne? Vielleicht schaffen sie es mit dem Spiel ein bisschen auszubrechen und was anderes zu machen. Ich würde mir das wünschen, weil ich finde, vom Stil macht mich das total. Auf Platz 2 ein Spiel, bei dem ich mir gar nicht sicher bin, ob es überhaupt im Jahr 2020 erscheint. Ghost of Tsushima. Das sieht einfach so fantastisch aus, was Sony da vor geraumer Zeit präsentiert hat. Aber seitdem ist es halt enorm still geworden um das Projekt. Und es gibt eben verschiedene Spekulationen, die sagen so, ja, das wird jetzt halt umgemodelt und wird dann halt ein exklusives PlayStation 5 Spiel. Ne? Es kommt nicht mehr für die alte Konsolengeneration oder es kommt halt wahrscheinlich Cross-Gen. Und deswegen wird nochmal mehr Zeit investiert, dass man auf der PlayStation 5 noch mehr rausholt. Vielleicht wird aber auch das komplette Gameplay umgeworfen und sie haben irgendwo in der Entwicklung gemerkt, hey, wir sollten uns lieber in die Richtung entwickeln und mussten dann wieder einen Schritt zurückgehen. Es ist auf jeden Fall enorm spannend zu sehen, was aus dem Ding wird, und ich hoffe, dass es tatsächlich in diesem Jahr noch kommt, auch wenn das wirklich so der größte Wackelkandidat für mich ist, weil man eben so lange nichts davon gesehen hat. Und ja, es ist ja dann gefühlt doch eher seltener, dass Spiele angekündigt werden und dann relativ schnell erscheinen. Ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr kommt. Ich habe da mega, mega Bock drauf. Denn ich finde dieses Setting fantastisch, dieses feudale Japan, und das war optisch eine Wucht, und ich glaube, das kann atmosphärisch richtig, richtig gut werden. Offene Welt dazu, bam, I'm in. Meine Nummer Uno für das Jahr 2020, das Spiel, auf das ich am meisten warte, ist Half-Life Alyx. Ja, was soll ich sagen? Ich bin eh der virtuellen Realität zugeneigt, habe auch das Glück, dass mir nicht schlecht wird, wenn ich mich in der virtuellen Realität befinde. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja schon so ein paar große Spiele in VR, aber da muss man schon immer genau danach suchen. Viel davon sind diese VR-Experiences, die halt so nette Gimmick-Sachen sind, die man sich so ein, zwei Stunden anschaut, wo man so ein bisschen interagiert. Aber so richtig gute Spiele, die sind schon etwas schwieriger zu finden. Und ich glaube, Half-Life Alyx kann da schon eine große Revolution sein. Valve traue ich es einfach zu, die sind finanziell sehr unabhängig. Die müssen nicht irgendwelche Budgets, ne, sich zusammenrauen, weil die haben einfach Geld en masse und die können da einfach klotzen. Selbst wenn VR natürlich Nische ist, können die da einfach was Großes, Geiles raushauen. Jeff Keighley hat es ja bereits gezockt, hat gesagt, das ist 15 Stunden lang, ist geil und so weiter und so fort. Und ich finde, das sah einfach richtig, richtig toll aus. Ich liebe das Universum von Half-Life, gerade City 17. Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt nicht Episode 3 ist oder Half-Life 3 und wie die Geschichte mit Gordon Freeman nicht fortgesetzt sehen. Aber das ist das Beste, was es zurzeit gibt. Und vielleicht ist es ja ein Auftakt, ein Motivationsschub für Valve, dann eben Half-Life 3 zu machen, eventuell auch in VR. Ich würde es dem Medium wünschen, weil ich bin der Meinung, viele Leute mosern noch über VR, ohne es tatsächlich probiert zu haben. Wenn man es mal probiert hat und man ist jemand, dem nicht schlecht wird, und dann kann man meines Erachtens nur begeistert davon sein. Ich bin da wahnsinnig gespannt drauf und habe mega Böcke, den Combine ordentlich in den Arsch.